Impfung, was wäre? Angebrochen und meinte nicht schreiben, hätte ich mir bald getroffen. Am liebsten wäre ich gleich zugegangen. Hallo, ich gehe nach unten. Aber dann morgen Fuß. Ah, danke, weil da bin ich jetzt halt Neuling. Lässt du mich? Aber ich bin ja. Moin. Moin. Das Seider hat man durch das Amt mal das raufzogen. Ja, ja. So gibt es ja gut, die hätten es ja noch nicht gemacht, wenn nicht. Und das dreht. Ja, aber ich habe es. Posten da oben, hat sich raufzogen. Bumm, raus. Was meinst du? Hat das mir doch das sagen. Na, aber es hat auch alles mit Big Bum zu tun, wenn du das so oben schaust. Ne? Ja, genau. Dass das die. Was schon der? Ach, der wohl wuchs auch gehabt, das ist ja. Der. Ja. Ja. Die Schichtung hat gewiss da gekommen, ne? Weil die Völkenrinne, die ist ja dann, wenn es nass wird, was schon, die bricht nicht. Die bricht nicht. Dann wäre Schwamm sehen, ne? Also über den Schwamm, genau, das ist schon das auch. Und die Bummendichtung. Also. Ja. Guck mal, wenn der Karton noch nicht. Ja, ja. Den Rinnen nochmal. Ja, und der erst bei den Maserbaumrinnen nochmal. Ja. Ja.
Du hast ganz schick gemacht, das Museum, ne? Du hast da drin mal ein anderes Geschirr, oder Kupfer heißt Kupfer auf Englisch. Das habe ich fast vergessen. Ja, weil die schnaut. Also ich ganz, ganz herzlich willkommen zum Welterbe Paul und Kupfer. Das ist also ein sehr, sehr alter Betrieb. Wir haben hier gearbeitet seit 1300 Jahren und die sind eigentlich immer noch nicht ganz fertig. Denn diese rote Farbe, mit dem die Häuser hier anstreichen, die nennt man Paul Rödberg, Schwedisch. Die machen sie immer noch da hinten. Dankeschön. Passt so? Ja, passt. Mein Gott, seht ihr sexy aus. Der Name Franka Sachsen. Und dass man sagen kann, sie hätten vor 1300 Jahren angefangen, hier abzubauen. Echt noch spannender, wenn sie hier haben. Ja. Kein Thema. Rüber, Stufe, nach unten. Das ist Dani, das musst du auch einmal weiter. Oder hochgereicht. Und das Trinkwasser, was wir wahrscheinlich brauchen, sehr viel, weil das ja heiß war vom Feuer und die Art der Arbeit. Wir haben dann also runtergetragen, das Trinkwasser, und dann in diesen. Lederstreifen zu flechten. Das bedeutet, dass wir 125 Meter Seil brauchen und wir sind 200 Kuhhäute oder auch 100. Also jedes. Und wenn die still war, da musste man jetzt stehen, die Pumpen. Da mussten die oben aufpassen und die oben mussten dann zugehen und die Pumpen verteilen. Auf dem Brust gestützt, dann hatte man die Hände frei zum Arbeiten. Und wenn man den oben gegen ist, da wusste man genau, was die Jungen machen. Die hatten keinen Schnauze, die hatten keine Augenbrauen, die hatten keine Wimpern mehr. Das waren die Sekten. Wenn wir jetzt hier runtergehen, da kommen wir an sehr, sehr alten Baum. So, geht einmal zu. Der erste macht die Tür auf. Ja. Ich schon, ne? Das darf dann du schon. Ja. Aber gäbe ich ein Mietgeld. Ja. Dass du da bleibst. Also der Rauch von diesem Holz
Kohlenfeuer von diesen Hütten. Der muss kolossal gewesen sein. Die konnte man dann nicht beruhigen, sondern 80 Kilometer von hier. Und hat ein Teilchen. Die da neu ausgelegt mit dem Gold auf dieser Grube, gell? Die hat man sich nicht so gekümmert. Aber das ist seine Schwester, das ist eine Beine. Und 1900, da hat man ihn nochmal in der rote Kiste gelegt, in der Glasscheibe vorne am Kopf. Da war er wahrscheinlich nur laut und noch. Da haben sie nochmal ausgelegt. Das fand ich mal klar. Aber der Gedanke, dass die richtig alten Leute hier in Frage gekommen ist. Und der Gedanke ist ja ziemlich spannend. Das ist der, ne? Der da unten. Der Verlobte, oder? Ja, das war in den Film, wo wir da vorhin sehen. Hier haben wir dann den Filmschauer, da haben sie das bei dem Max gezeigt. Den anderen haben wir gar nicht. 1, 5, 12, 15. Darum muss er bleiben. Der ist doch weg. Also, wie lange hat die? Viel Spaß und sehr schön, danke. Und von wo sind wir jetzt? Wer seid ihr denn? Ich war 20 Meter zu früh und wollte rein. Da ist genügend Fahrrad. 802, Schauer, so genau. Hans, geht es von dir aus zwei Treppen? Da bin ich mal so nach einer Zeit ans Auto, waren dann alle vier Räufe die Luft raus. Und das ist alle. Und da habe ich noch zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich packe gleich wieder meine Sachen zusammen und fahre wieder weg von der Schönstadt.